Ein E-Commerce-Unternehmen mit 50 Millionen Produkten, 30 Millionen Kunden und 45.000 Händlern auf der Plattform. Und es ist vor ein paar Wochen an die Börse gegangen. Und die Analysten, die sind teilweise euphorisch. Bei Goldman Sachs zum Beispiel glaubt man, dass sich die Aktie mindestens verdoppeln wird. Ist es realistisch und was steckt da dahinter? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Treffen sich zwei Münchner, sagt der eine, haben schon gehört, morgen geht Welt unter. Sagt der andere, macht nichts, da bin ich in Freising. Landestypischer Humor mal wieder hier behutsam übertragen ins Deutsche. Warum erzähle ich das alles? Das Schöne an den Videos hier, das ist ja das. Ich spreche zu Ihnen, aber in Wirklichkeit bin ich vielleicht schon wieder wo ganz woanders. Und wenn heute Montag dieses Video eingestellt wird, dann ist es idealerweise so, dass ich schon ganz weit weg bin und mein Paddel durchpflügt das tiefblaue Meer. Und wenn dann an den Börsen im übertragenen Sinn die Welt untergegangen wäre oder sowas, dann kriege ich das unter Umständen noch nicht mal mit. Die Kurse und die Kennzahlen im heutigen Video, die sind also diesmal schon vom Freitag und wenn es dadurch Unstimmigkeiten gibt, etwaige, dann bitte ich da schon vielmals um Entschuldigung, schon im Vornherein. Nicht, dass es mir egal wäre, sowas. Sie kennen das vielleicht. Es gibt ja fast nichts Schlimmeres, als wenn man im Urlaub an der Bar sitzt vormittags mit einer Tasse Kaffee vor sich, alles ist ruhig, man schaut aufs Meer raus und Sie wissen ganz genau, Hongkong hat gerade geschlossen, aber Sie haben keine Ahnung wie. Ist kein Zustand sowas natürlich. Aber wie auch immer, Sie kriegen heute auf jeden Fall wie gewohnt Ihr Video und ich weiß natürlich, wie wichtig das für Sie ist und dass Sie das auch zu Tränen rührt, mein Einsatz hier für Sie. Aber es gibt natürlich einen Weg, mit dem Sie Ihre Dankbarkeit postwendend zeigen können, nämlich indem Sie meinen Kanal jetzt sofort abonnieren. Dabei auch auf die Glocke drücken, das ist die Benachrichtigungsfunktion, wenn neue Videos da sind. Und ich bedanke mich natürlich schon mal herzlich dafür, dass Sie mich dadurch unterstützen. Heute geht es um eine E-Commerce-Aktie, die neu ist an der Nasdaq und die jetzt auch schon wieder gehandelt wird als die nächste Amazon. Das mit der nächsten Amazon, das ist schon viel strapaziert worden, auch hier von mir auf meinem Kanal. Ich habe hier auch schon einige Aktien behandelt, von denen es geheißen hat, das sind die nächsten, das ist die nächste Amazon. Jumia zum Beispiel, das potenzielle Amazon von Afrika. Wir haben gesehen, Jumia hat schon was auf die Beine gestellt, aber sie tun sich natürlich immer noch sehr schwer. Sie haben auch in vieler Hinsicht zurückrudern müssen. Dafür liegt aber der Börsenwert nur noch bei 1,6 Milliarden Dollar. Und auf der anderen Seite haben wir auch sowas besprochen hier wie Reliance Industries. Das war im Juli dann ein Konzern, der wirklich gute Chancen hat, aufzusteigen zum größten Einzelhändler und zum größten E-Commerce-Konzern in Indien. Aber dafür wiederum, dafür muss man schon ein bisschen was auf den Tisch legen als Anleger, weil Reliance ja jetzt schon ein Riesenunternehmen ist im Petrochemiebereich und im Telekombereich. Und dementsprechend haben wir da einen Börsenwert von 160 Milliarden Euro. Und heute geht es um die nächste Amazon, um die Amazon der Türkei, die potenzielle. Hepsiburada. 2001 gegründet von Hansade Doğan Boyner, die aus einer großen türkischen Industriellenfamilie kommt. 2015 kam dann der E-Commerce-Marktplatz und der hat inzwischen 30 Millionen registrierte Kunden, 45.000 angebundene Händler und Verkäufer und bietet da 50 Millionen Produkte an. Hepsiburada ist damit jetzt der zweitgrößte E-Commerce-Anbieter in der Türkei und seit Anfang Juli auch an der Nasdaq. Als erstes türkisches Unternehmen überhaupt, was ja auch den Vorteil hat für uns, dass man die Aktie jetzt als deutscher Anleger auch handeln kann, weil mit anderen türkischen Aktien kann man das ja normalerweise nicht.
Sie sind jetzt aber nicht als Hepsiburada an die Börse gegangen. Das wollte man dem US-Investor dann doch nicht zumuten, sondern das Ganze heißt da jetzt D-Market Electronic Services and Trading. Mir gefällt Hepsiburada besser. Ich hoffe nur, dass ich es auch richtig ausspreche. Gut, so ist es bis jetzt gelaufen. Das ist ein Chart von Reuters in den USA. Sie haben also die Aktien platziert, die neuen zu 12 Dollar. Das war ein Erfolg. Sind dann in Handel gegangen zu 13 Dollar. Aber dann war die Luft eigentlich auch schon wieder raus. Es ging dann eigentlich danach nur noch seitwärts. Und letzte Woche sind sie dann auch sogar noch mal ein bisschen eingeknickt auf 11,80 Dollar. Schlusskurs vom Freitag. Man sieht daran auch wieder mal, dass es nicht unproblematisch ist, wenn man gleich nach dem Börsengang kauft, so direkt in diesen Hype von dem IPO rein. Das kann gut gehen, aber oft geht sowas eben nicht gut. Und der Gesamtmarkt war ja auch schwierig letzte Woche dann noch. Wir haben jetzt einen Börsenwert von 3,7 Milliarden Dollar. Da kann man sagen, wenn das so ein tolles Unternehmen ist, wie es scheint auf den ersten Blick, weil es jetzt eben den E-Commerce aufrollt in der Türkei, dann sind 3,7 Milliarden Dollar jetzt nicht wahnsinnig viel Geld. Da haben andere Internetfirmen natürlich ganz andere Bewertungen. Und das sieht man zum Beispiel auch bei Goldman Sachs so. Da sieht man den fairen Wert nämlich bei 25,90 Dollar. Vom Schlusskurs von Freitag aus wäre das ein Kurspotenzial von 119%. Und wie argumentieren die? Die sagen, es ist ein spannender Markt erstens. Der Anteil vom E-Commerce in der Türkei am gesamten Einzelhandel ist erst ungefähr bei 10%. Das dürfte sich verdoppeln in den nächsten 4 Jahren. Und Hepsiburada wächst eben auch stark und dementsprechend wird der abgewickelte Umsatz bis 2025 pro Jahr um 22% wachsen und die Bestellungen an sich pro Jahr sogar um 27%. Und gleichzeitig werden die Investitionen aber ab 2023 zurückgehen und bis 2025 werden die dann schon ordentlich Geld verdient haben. Dementsprechend sei das Ganze ein klarer Kauf. Zwei Dinge muss man dazu sagen. Erstens, Goldman Sachs war eine von den drei Emissionsbanken. Es ist also nicht ganz uneigennützig, sowas zu sagen. Und zweitens, Hansarde Doyan Boyner, die Gründerin, die war vorher auch bei Goldman Sachs. Die kommt also auch noch aus dem gleichen Stall. Das heißt jetzt nicht, dass die Einschätzung falsch sein muss oder dass die unseriös sein muss. Aber man muss solche Sachen schon auch immer sehen und dazu sagen und nicht immer nur die Wachstumsziele da wiedergeben, die die dann raushauen. Was spricht für die Aktie? Das Wachstum ist tatsächlich hoch gewesen in den letzten Jahren. Wir haben hier links das abgewickelte Handelsvolumen, das Gross Merchandise Volume die letzten 3 Jahre. Ab 2020 war natürlich Corona-Krise, dass das Ganze vielleicht beschleunigt hat, aber die sind da auch 2019 schon stark gewachsen. Und dadurch haben wir bei diesem Handelsvolumen ein Durchschnittswachstum gehabt in den letzten 2 Jahren von 82%. Und rechts die monatlich aktiven Kunden, da war das Wachstum langsamer, aber bei 38% im Durchschnitt ist auch noch okay. Und hier noch die angebundenen Händler, das ist natürlich sehr wichtig. Je mehr Händler, desto mehr Angebot und dadurch wahrscheinlich auch mehr Käufer dann. Das ist wirklich stark hochgegangen, da sind wir inzwischen bei 45.000. Was ist die Strategie? Ein Punkt ist, es wird massiv investiert in Logistik. Das ist hier ein Logistikzentrum von Hepsiburada, so sehen die eben aus, so Logistikzentren. Macht einen relativ modernen Eindruck und es ist wohl auch so, dass Hepsiburada die komplette Türkei mittlerweile wirklich fast abdecken kann und dass 64% von allen Bestellungen zuletzt am nächsten Tag schon angekommen sind. Schnelligkeit ist natürlich sehr wichtig im E-Commerce mittlerweile, aber ist eben auch teuer. Und außerdem will Hepsiburada das Angebot stark erweitern noch, was ja nahe liegt, wenn man die Kunden eh schon hat. Es geht da jetzt eben auch um Dinge wie das Buchen von Reisen und Flugtickets und solche Sachen, aber eben auch Finanzdienstleistungen und ein Bezahldienst, Hepsipay,
ist alles schon länger am Start und das alles wird eben auch wieder mal integriert in eine Super-App sozusagen nach dem chinesischen Modell. Also die App, über die eben jeder alles machen kann und dann auch soll. Und wenn man das schaffen würde, dass Hepsiburada dann irgendwann mal die große türkische Super-App ist oder hat, dann sind 3,7 Milliarden Dollar Börsenwert natürlich nicht viel. Die Türkei ist auch ein interessanter Markt. 80 Millionen Einwohner, Bevölkerung ist jung, darum wahrscheinlich auch aufgeschlossen, was Käufe im Internet betrifft. Aber die Türkei ist auch in der Krise. Das schon seit ein paar Jahren. Die Lira-Krise habe ich hier ja auch zigmal behandelt, zig Videos gemacht. Es ist schon alles nervenzerfetzend. Die Lira ist unter Druck seit Jahren. Hier haben wir sie zum Euro, die letzten 5 Jahre. In der Zeit hat sie sich eben wirklich im Wert gedrittelt. Und hier haben wir nochmal den Chart auf ein Jahr. Ist auch nicht besonders schön. Wir haben aber zumindest in den letzten Monaten eine gewisse Tendenz zur Stabilisierung. Der Tourismus läuft eben wieder halbwegs zumindest. Das bringt Devisen ins Land. Der Leitzins ist momentan bei 19%. Vielleicht bleibt er da ja auch und vielleicht hilft das auch was. Für einen US-Anleger oder für einen deutschen Anleger ist das Ganze aber natürlich ein Risiko, weil Hepsiburada sein Geschäft natürlich im Lira-Raum hat. Und wenn die Lira jetzt doch die nächsten Jahre weiter stark fallen sollte, dann wird das Geschäft natürlich für uns hier weniger wert. Wobei man aber auch sagen muss, auf der anderen Seite, also die Krise der letzten Jahre, das hat Hepsiburada jetzt im Wachstum nicht beeinträchtigt, in keinster Weise. Vielleicht hat es das sogar noch beschleunigt. Und dann noch der Wettbewerb. Hepsiburada ist eben stark gewachsen, aber sie sind auch nicht die einzigen. Wir haben hier eine Grafik aus einer Studie von der HSBC, die gerade darum geht in den türkischen Zeitungen. Die E-Commerce-Konzerne in der Türkei und die Marktanteile von denen. Hepsiburada, der zweite von links und damit der zweitgrößte mit einem Marktanteil von 17%, ist natürlich gut. Interessant ist auch ganz rechts Amazon, die haben nur einen Marktanteil von 1% und dabei sind die auch nicht erst seit gestern in der Türkei, haben aber bis jetzt noch nicht so viel geschafft. Aber mindestens einen Wettbewerber gibt es, der sehr stark ist. Trendyol, die Nummer 1 ganz links mit einem Marktanteil von 27%. Wird inzwischen kontrolliert von Alibaba. Alibaba pumpt da auch immer noch ordentlich Geld rein und auch die Strategie von Alibaba ist ja ähnlich wie die von Hepsiburada. Also auch Bezahldienst, Finanzdienstleistungen, Super-App und Alibaba hat natürlich auch sehr, sehr viel Know-how, gerade im Logistikbereich und so. Und damit ist Trendyol wirklich ein ganz harter Konkurrent, den man ganz sicher jetzt nicht schnell mal so klein kriegt. Und darauf weist die HSBC auch hin in ihrer Studie. Also sie geht davon aus, dass Marktdominanz da schwer zu erreichen sein wird in der Türkei, sondern dass man rechnen muss mit einem Oligopol im türkischen E-Commerce. Und das macht das Ganze jetzt schon ein bisschen schwieriger für uns. Es kann schon sein, dass die alle trotzdem immer noch gut Geld verdienen die nächsten Jahre, aber es kann genauso gut sein, dass es eben einen sehr, sehr harten Verdrängungskampf gibt irgendwann mal und dass keiner von denen so richtig Geld verdient. Unterm Strich würde ich sagen, uninteressant ist die Aktie nicht. Sie ist natürlich spekulativ. Sie ist auch ein bisschen angeschlagen zurzeit technisch. Es kann schon sein, dass man die demnächst billiger kriegt noch. Börsenwert von 3,7 Milliarden Dollar, wie gesagt, ist nicht so besonders hoch für so ein Unternehmen. Wir haben hier also im Moment schon hohe Chancen. Wir haben aber auch überdurchschnittliche Risiken natürlich. Und wie es allgemein in der Türkei weitergeht, das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Ich würde darum, wenn man investieren will, hier erstmal nur eine kleine Position kaufen, vielleicht auch noch abwarten, bis sich die Aktie technisch auch stabilisiert, aber auch dann nur eine kleine Position. Dann erstmal schauen, was so passiert in nächster Zeit. Es gibt viele Unwägbarkeiten ja noch. Und wenn es aber mal wirklich klarere Hinweise darauf geben sollte, dass Hepsiburada wirklich die Amazon der Zukunft wird in der Türkei, also der führende, dominierende E-Commerce-Konzern, dann können Sie immer noch nachkaufen. Und grundsätzlich würde ich sagen, ist es ja schon mal gut, von der Aktie was gehört zu haben.
Noch mehr Aktien für Sie gibt es nächste Woche wieder in unserem Gratis-Zukunftsmärkte-Report. Und wir sind hier jetzt gerade derart im Freizeittaumel und Urlaubstaumel, dass uns nichts anderes eingefallen ist als chinesische Bieraktien. Ist ja auch mal was anderes. Es gibt ja zum Beispiel die berühmte Tsingtao Brewery. Das Bier hier aus China, das geht tatsächlich zurück auf deutsche Brautradition, weil Qingdao ja auch deutsche Kolonie war bis 1914. Ist eine defensive Aktie natürlich eher. Trotzdem die HSBC zum Beispiel, die sieht da ein Kursziel immerhin von 55%. Das sind Kurs oder ein Kurspotenzial. Das sind Kurspotenziale wie im Internetsektor. Vier Bieraktien aus China, also im nächsten Zukunftsmärkte-Report, wie immer gratis. Also einfach schnell noch dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist auch hier gleich nochmal unter dem Beitrag. Und ich mache mir gleich mal eins auf, bin ja jetzt im Urlaub. Wir sehen uns trotzdem nächste Woche wieder. Auf Ihr Wohl, alles Gute Ihnen, danke fürs Zuschauen, machen Sie es gut.